Das wird nachher noch abbauen, die Kohle. Ja. So. Dann brauchen wir jetzt erstmal mehr Erde. Das benutze ich jetzt erstmal für Brücken. Können wir jetzt hier auch die Räder schon aus der Wand nehmen, aber nö. Will ich gerade nicht. Diese Grafikbugs, dass weiter entfernt liegende Blöcke immer mal wieder unsichtbar werden, verstehe ich bis heute nicht. Aber davon sind Schafe. Die werde ich ernten. Bleibt da, Schafe! Lasst euch knuddeln! Danke. Das war wirklich nur eine Wolle. Bleib! Dankeschön. Gut, also von. Aua. Von oben sieht das Ganze aktuell noch echt sehr random aus. Das Loch, dieser Graben. Ich glaube, das wird noch, wenn es etwas länger wird, dann auch zu beiden Seiten offen. Ich glaube, es muss wirklich etwas länger werden, tatsächlich. Damit es gut aussieht. Machen wir so. So, noch 16 drin. Ich schaff's nie ins Wasser zu landen, ne? Ich bin ein Profi. So. Gut. Die Kohle noch abbauen. Noch ist es ja hell. Auch für euch. Das ist schön. Langsam wird es dunkel. Deswegen brauche ich ja auch gleich wieder zu. So. Niemand hat gemerkt, dass da Kohle ist. Ah. Egal. Fällt schon keiner auf, dass ich hier gerade Bullshit rede. So. Das machen wir jetzt erstmal so wieder. Die Brücken. Jetzt das hier wieder schöner machen. Dann passt das. Dann mal noch kurz das mit dem Wasser. Oh, hoppla. So, ups, das ist natürlich auch falsch so. Theoretisch können wir ja auch das fließende Wasser lassen eigentlich. Hört man halt das Wasser auch noch fließen. Wobei, ich glaube, das ist eigentlich auch nicht so schön. Dann, wenn ich das Wasser schon extra so verstecke, wie ich es mache, dann sollte man es vielleicht auch nicht unbedingt fließen hören. Gut. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, da oben die Wegmaterialien noch fertig zu bauen.
Gut. Dann würde ich fast vorschlagen, sollte ich das noch nachholen. Genau 15 waren es. So, das ist jetzt auch fertig gebraten hier. Ah, jetzt hat's geklappt. Endlich mal. So. Dann würde ich mal sagen, lassen wir das hier mal so als Baustelle erstmal stehen. Haben wieder einigermaßen gut was geschafft. Vielleicht. Ah, ne, ich könnte noch planen, wie weit ich das letztendlich durchziehen will. Ich würde mir sagen, ich mache das mal eine Seite, weil wenn ich die eine Seite hier, die linke Seite, die wird jetzt einmal am Stück entstehen. Also so, jedes Mal, wenn das hier fertig ist, wird hochgegraben. Da kann ich mich so schon mal sehen, wie das eine ungefähr aussieht, auch von der Länge her. Welche Länge cool ist. Dann wird die andere Seite einfach beim noch in einem Stück direkt durchgezogen. Da wird bepflanzt. Ja, das ist so das grobe Konzept für das Ganze gerade. Und das Spawnpunkt ist irgendwo da unten. Eigentlich sogar genau auf dem Weg mittendrin. Da ist eine Fackel. Ziehen wir so. Ist der gleiche Grafikpack wie hier vorne, wo es immer schwarz wird. Und ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich finde es jedes Mal wieder hässlich. Oder davon sind auch noch zwei volle Kisten. Was ist denn eigentlich da drin? Oh, jede Menge Hot, jede Menge Setzlinge. Okay. Also die ist sogar leer. Kann die jetzt eigentlich schon damit schnell abbauen? Ja, kann man. Das ist schon mal schön. Wenn ich mir vorstellen, gehe ich mich mal wieder kurz in meine Burg hoch. Und lernte das Zuckerrohr. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Jeder muss ja auch noch alles machen hier. Ein Albtraum. Das sieht ja gut aus. So. Wäre richtig Glück. Lass mir die Leiter hoch. Ah, lol, das auch steht hier quasi schon. Aber immer das Zuckerrohr da drüben. Das braucht alles erinnern hier. Außerdem kann ich doch mal von oben gucken, wie das Feld aussieht. Das ist auch mal cool. Das haben wir noch gar nicht gemacht bisher. Lustigerweise. Und da oben liegt die 40.
Und wir haben alle. So, von hier oben. Oh. Sieht man nur eine Wolke. Warte, ich glaube, da oben ist sogar noch frei. Keine Wolke davor. Perfekt. Ich muss eigentlich hier so hin, da ist jetzt einigermaßen nötig. Ja. Hat schon was. Ist landschaftlich keine totale Katastrophe. Immerhin. Wichtigstes Ziel erreicht. Das ist schon mal gut, dass das keine totale Katastrophe ist. Schön. Muss ich nur noch irgendwie das so gedeichst kriegen, dass es auch. Oh, hoppla. Einigermaßen gut aussieht dann am Schluss. Haben wir echt noch einen Eimer? Ja, mit Lava. Ich habe gerade noch eine total spontane Idee, die ich machen will. Warte, nee, ich brauche dafür, glaube ich, zwei davon. So. Und dann brauche ich den Lava-Eimer auch noch. Das möchte ich jetzt schon noch probieren, ehrlich gesagt. Da brauche ich jetzt aber eine Kuh. Haben wir sowas denn hier gerade irgendwo da? Hier kommen wie gerufen. Okay. Hier merken sich die Kühe noch, ob sie gemolken sind. Finde ich gut. Kann man Kühe anscheinend nur einmal melken. Also quasi wie Schafe. Und jetzt bin ich gespannt, ob das hinhaut. So. Ja! Es hat geklappt. Wir haben einen Kuchen. Stellen wir mal da hin. Ist ja schön. Mir gefällt er. Okay, hier oben ist eine Wolke. Schon komisches Gefühl, wenn wir die Wolken mitten aus Haus ziehen. Schnell ins Obergeschoss. Das ist nämlich wolkenfrei. Oh wow. Ja. Haben wir überhaupt noch Diamanten? Ich glaube fast nicht. Oh.